Einen wunderschönen guten Tag. Herr Wurterziger? Ja? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Erinnern Sie sich mich? Also, hier spricht Helena. Wir haben zusammen gesprochen. Ha, wie bitte? Ja, wir haben gerade gesprochen. Also nicht heute, ein paar Tagen vorher. Hier spricht Helena. Ja, das kann sein. Ich kann mich nicht mehr so gut an Sachen erinnern. Ich habe mal einen Unfall gehabt, seitdem ist das nicht mehr so. Was für Unfall haben Sie? Ich bin mal. Was für Unfall, Herr Wurterziger? Wie bitte? Was für Unfall war das? Ich bin mal überfahren worden. Oh je. Jetzt geht Ihnen besser? Alles gut jetzt? Ja, das ist ja schon lange her, aber seitdem ist das halt mit dem Gedächtnis nicht mehr so gut. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, sehen Sie, Sie haben bei uns registriert, im Finanzmarkt, ja? In was bitte? Sie haben bei uns registriert im Finanzmarkt, Herr Wurterziger. Ja. Und Sie wollten gerne Investierung machen. Wir haben zusammen gesprochen. Sie haben gesagt, heute geht das nicht. Ich soll gerne morgen anrufen. Dann habe ich angerufen. Sie haben kein Telefon genommen. Und jetzt endlich hat es geklappt. Vielleicht haben Sie sich erinnert. Ich habe das Telefon jetzt länger gesucht. Das lag im Wohnzimmer unter einem Kissen. Ach so. Ich habe das gestern Abend entdeckt, als ich mal wieder Fernsehen schauen wollte. Alles klar. Ja. Alles klar, Herr Wurterziger. Ja. Okay, ich würde gerne Ihnen gerne die... Haben Sie Tiere zu Hause oder machen Sie das selbst? Ich bin ein Hühnchen. Das ist, sag ich mal, auch eine Nebenwirkung von dem Unfall, den ich hatte. Sie haben schon erzählt, dass Sie letztes Jahr, dass Ihre Frau gestorben ist und dann haben Sie mit... Ja, das kenne ich, das weiß ich, habe ich mich erinnert. Es tut mir so wirklich leid, es ist sehr schwer, alleine alles zu machen. Aber machen Sie keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen und geht weiter. Ja, ich meine natürlich, ohne das geht's nicht. Man muss immer weiterleben und nichts stoppen, viel Erfolg haben. Es gibt immer eine gemütlichere Stange, man muss nur weiter suchen. Also man darf sich nie mit dem gemachten Nest zufrieden geben, sondern man muss halt immer nach der Freilandhaltung streben. Verstehen Sie das Problem? Weil das ist ja sonst ist das ja nicht angenehm, immer nur auf der Holzstange. Man will ja auch irgendwann mal wieder die Wiese unter den Krallen spüren. Genau. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen und verstehen. Natürlich, Herr Wurterziger. Entschuldigung, sehen Sie, bei uns ist das so. Arbeiten Sie oder arbeiten Sie nicht? Wie ich mich erinnere. Sie arbeiten nicht, ne? Nee, ich bin in Rente im Prinzip. Ich habe mir, sag ich mal, über meine Arbeitszeit hinweg, ich habe genug Hühnerpunkte erarbeitet, dass ich dann halt in Rente gehen konnte. Ach so, alles klar. Ja. Herr Wurterziger, ich habe gesagt, Herr Wurterziger, habe ich richtig Nachname gesagt? Nee, Vorderziege, so wie vorne. Vorderziege. Ich habe Vorderziege gesagt. Sie haben sich vielleicht nicht gut ausgehört. Habe ich alles richtig gesagt? Ja. Ich wollte heute eigentlich nach draußen. Ich wollte eigentlich einkaufen heute. Aber ich habe gesehen, draußen, da war ein Hühnerhabicht und da ist mir das zu gefährlich. Ja. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich mir Essen einfach bestellen soll. Ja, vielleicht machen Sie es. Das ist besser so, oder? Ja, ich glaube auch, weil wenn der mich halt in die Krallen kriegt, die haben den Namen ja nicht umsonst, nicht wahr? Ich würde mir dann halt mein Energy und mein Ofenkäse, den würde ich mir hier beim Rewe bestellen. Die bringen das auch, ab einer gewissen Menge. Alles klar. Herr Wurterziger, dass ich Ihnen nun also Bescheid gebe, sehen Sie, Sie haben hier bei uns ein Konto, aber das ist leider nicht so vollständig. Deswegen will ich gerne, dass wir das zusammen erfolgreich aktivieren machen, ja? Ein was bitte? Sie haben bei uns hier ein Konto hinterlegt, aber das ist nicht vollständig. Ja. Deswegen will ich gerne, dass wir zusammen machen. Ich erkläre, wie das geht. Ja.
ja, super. Sehen Sie, bei uns ist das so. Man verdient Geld von zu Hause mit Online. Möglichkeit ist das eine sehr große, gute Möglichkeit. Kann ich ja, damit dann das Essen bestellen beim Rewe? Sie können sehr viel Geld verdienen und danach ja? mit diesem Geld natürlich etwas bestellen, aber nicht bei uns. Wir machen keine Essenbestellung, ja? Nee, nee, das habe ich ja verstanden. Sie sind ja, ja von der ja, Hühnerversicherung. Ich? Nein. Wir nicht. Sind keine Hühner. Nein, nein, nein. Überhaupt nein. Mögen Sie Hühner? Ja, sehr sogar. Oh, das ist sehr gut. Da werden wir bestens ja, auskommen miteinander. Ja, super. Dann machen wir das so, Herr Wotersiger. Alles ich, super. Ich habe ja im Prinzip das Poulette-Syndrom. Vielleicht haben Sie es schon rausgehört. Ja, ja. Ja, ja. Und deswegen wäre das gar nicht verkehrt, das da zu machen, nicht wahr? Das soll ja helfen, hat der Arzt gesagt. Alles klar. Herr Wotersiger, dass Sie nur einfach Bescheid wissen, sehen Sie, ich will nur wissen, welche Zahlungsmethode Sie besitzen. Master Visa. Fällungsmethode? Also ich habe eine Kettensäge zu Hause. Zahlung. Aber ich darf jetzt noch nicht wieder fällen. Ich warte erst noch auf die Genehmigung vom Bauamt. Weil da ist ja im Prinzip okay. In dem Baum sitzt halt immer der Hühnerhabicht. Und ich habe halt die Erwartungshaltung, wenn der Baum nicht mehr da ist, dass der dann halt woanders hingeht und dass ich wieder sorgenfrei aus dem Haus kann. Herr Vorterziger, sehen Sie, wollen Sie gerne die Investierung machen und Geld verdienen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Das ist super. Wir haben die beste Finanzanalytiker bei uns und wir werden natürlich Ihnen gerne weiterhelfen und immer die ganze Zeit bei Ihnen sein und natürlich helfen und sagen und raten, wie Sie das einfach weitermachen sollen. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr Analytiker, nicht wahr? Das ist aber kein Fuchs, oder? Nein, das ist kein Fuchs, machen Sie keine Sorgen. Weil die haben das ja auch das immer. Sie kennen Sie das Lied? Fuchs, du hast das Huhn gestohlen, gib es wieder her. Ja, kennen ja. Sie das? Und deswegen habe ich halt Angst. Aber nicht machen wahr? Sie. Alles klar, nee, machen Sie keine Sorgen. Gut. Also es wird schon alles okay sein, ja? Keine Fuchse, keine andere Tiere, keine Löwe. Normale Menschen. Löwen sind ja wiederum in Ordnung, weil ich weiß nicht, ob Sie das wussten, ja, ne? Aber in der afrikanischen Savanne, da im Zulu-Gebiet, da leben die Löwen und die Hühner ja quasi in so einer Art Symbiose. Weil das ist ja so, wenn die Löwen gefressen haben, die reißen ja da die Zebras und die Pinguine, dann liegen die ja da und schlafen, und weil die müssen das ja verdauen, ne? Also Pinguin ist ja ein großes Tier. Ja. Und dann kommen halt die Hühner und nehmen so die Reste bei denen zwischen den Zähnen weg. Da haben die Hühner dann halt auch was zu essen. Und die Tiger, die haben dann halt auch gleich gepflegtes Gebiss. Das gleiche Prinzip gibt's zum Beispiel bei Krokodilen, falls Sie das kennen. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Sehen Sie, danke schön für die Info. Ja, das bei mir sehr kann schön. Man immer was lernen. Das ist ja nicht nur durch die Hühner. Ja, natürlich. Da ist ja auch manchmal ein bisschen Sinn und Verstand dahinter. Man muss das oft mit der Lupe suchen, aber tendenziell ist das schon vorhanden. Verstehen Sie das Problem? Das stimmt schon. Ja, natürlich. Ja, das ist sehr gut. Das ist, wie ist es bei Ihnen im Stall? Ist da alles in Ordnung? Alles gut. Ja, das ist wunderbar. Warum ist denn da schon wieder so laute Musik bei Ihnen? Ja, also weil bei uns, also arbeiten die Leute, die Kollegen und man muss, also wenn man im Callcenter arbeitet, dann muss man nicht schlafen, ja? Deswegen ist das Musik, dass man immer dieser Drive wird. Deswegen. Ja, aber dagegen hilft ja gesunder Nachtschlaf. Also ich habe ja auch, sag ich mal, 12, 13 Stunden früher gearbeitet, aber ich habe mich dabei nie wie in einer Disco gefühlt, nicht wahr? Tanzen da auch Leute? Tanzen? Nee, also eigentlich nein. Also falls, tanzen wir schon nicht. Also falls Sie mal irgendwie so eine Betriebsfeier haben, ich habe im Prinzip auch so ein Hühnerkostüm, da würde ich auch bei Ihnen auftreten. Super, dann machen wir es. Ja, wann haben Sie denn wieder eine Feierlichkeit? Weil ich muss das ja eintragen. 8. März. Können Sie mir die Anschrift bitte durchgeben? Ich werde natürlich gerne ein paar Tage vorher anrufen.
und die Adresse schicken und alles. Okay, ich muss machen das wir ja, natürlich ich gerne. Muss das ja jetzt ja. schon haben, weil der Hühnersekretär, der muss das ja alles planen. Super, sehr schön. Zuerst bitte gehen wir wieder zurück, warum ich angerufen habe, und dann machen wir natürlich mal unser schönes Gespräch wieder weiter. Wie viele Leute arbeiten da bei Ihnen denn eigentlich? Mehr als 100 Leute. So viele? Dann lassen ja, Sie mich so mal viele Leute. Wie viele Stunden soll ich denn auftreten? Reichen zwei oder soll das die ganze Nacht gehen? Sehen Sie, also ein paar Stunden reicht schon. Gut, also bei 2 Stunden und 100 ist da Verpflegung inklusive, wird da, sag ich mal, ein Dessert gereicht. Kein Thema, machen wir. Weil dann würde ich würde dann bei 2 Stunden und 100 Personen, würde ich sagen, weil Sie sind ja sehr freundlich zu mir, da würde ich sagen, ich mache das für 2 Hühnerpunkte, dann würde ich bei Ihnen auftreten. Aus super, einfach super, ausgezeichnet. Das ist das sehr ein schön. Deal? Also danke. Ich trete bei Ihnen auf und kriege dann 2 Hühnerpunkte. Können sehr wir das so machen? Gut, ich trage das. Machen wir. Wie war Ihr Name nochmal? Ich muss das ja eintragen. Mein Name Helena. Helena. Und der Nachname? Helena Weidner. Wie die Weide? Weidner. Da muss man aufpassen, auf der Weide sind ja auch öfter mal Füchse unterwegs, weil das ist ja ebenes Land. Nein, machen Sie keine Sorgen. Nicht? Gut, da bin ich ja beruhigt, weil das ist ja... Ja. Wo ist denn Ihre Zentrale überhaupt? Also unser Zentral, also Abteilung haben wir in Berlin. Na, wo Sie persönlich aber sich jetzt physisch aufhalten, wäre ja die Frage. Jetzt gerade, in Berlin. Ja, sehen Sie mal, das in Berlin ist ja, sag ich mal, die haben ja den Bären als Symbol. Also ich würde zum Beispiel nicht nach Fuchsstadt fahren, das wäre mir zu gefährlich. Aber die Bären, die sind, sag ich mal, immer sehr, sehr zahm im Umgang mit Hühnern. Da gibt es sogar, vielleicht kennen Sie das aus den Feriengebieten, dass ertrinkende Menschen auch schon mal von Delfinen gerettet werden. Haben Sie da vielleicht schon mal von gelesen? Nee, leider habe ich nicht. Ja, das ist halt so, weil die Delfine sind ja sehr intelligent und die merken dann, dass ein Mensch ertrinkt und die heben den dann hoch. Und so in etwa ist das, sag ich mal, im Schwarzwald mit den Braunbären und den Hühnern. Also wenn da irgendwo ein Huhn auf einem Baum drauf sitzt und nicht mehr runterkommt, da gibt es, sag ich mal, so eine spezielle Tonlage in der Hühnerstimme. Das geht dann in etwa so. Das lockt ja quasi einen Bären an. Ja. Und die helfen den Hühnern dann runter vom Baum. Ja, sehen also. Sie, das ist sehr schön, das ist super. Herr Vorsitzige, jetzt gehen wir bitte ein bisschen wieder in Formular. Welche Zahlungsmethode besitzen Sie, Master oder Visa? Ein was bitte? Welche Zahlungsmethode besitzen Sie, dass wir diese Account jetzt aktivieren können mit 250 Dollar? Dollar? Ich habe nur Euro. Super, dann machen wir mit Euro, das ist überhaupt kein Thema, Herr Wortartige. Also ich hätte ja sonst ich bin ja die Jahre immer fleißig selbstständiger Schichtarbeiter gewesen. Ich habe im Prinzip 9 Hahnenpunkte und 37 Hühnerpunkte. Also die würde ich auch tauschen. Sehr schön, wir brauchen leider keine Hühner. Wir brauchen bitte Ihre Aktivierung, ja? Ja. Wenn Sie einverstanden sind, wenn Sie Visa oder Mastercard haben, werden wir mit 250 Euro das Profil, also Account aktivieren und danach werden Sie investieren und sehr viel Geld verdienen und für Ihre Hühner wird das natürlich super sein. Sie werden Maximum alles Mögliche und Unmögliche für die Hühner kaufen. Das ist sehen gut. Sie, bei uns also ich mag das, sehr unmögliche schön, ja. Sachen für die Hühner zu kaufen. Ja, sehen Sie? Also sehen ich Sie, war super. Ja, das ist das vor dem Lockdown, da bin ich ja beim Futterhaus gewesen, weil ich wollte ein Hühnerhaus für den Garten haben. Die hatten aber nur Kratzbäume da. Da hat die gesagt, sie können doch keinen Kratzbaum nehmen. Da habe ich gesagt, ich zeige Ihnen jetzt mal, was ich kann. Und dann habe ich so einen 3-stöckigen Kratzbaum gekauft. Und sag ich mal, die Zufriedenheitsskala der Hühner, die ist jetzt bei 91%. Und die 9% Unzufriedenheit, sag ich mal, die rühren halt allein durch die Anwesenheit von einer Marder und einem Schneelöwen her. Ne? Also wenn die nicht da wären, sag ich mal, dann hätte ich hier halt vollste Population. Ne? Dann wären die vollkommen zufrieden. Nicht wahr? Ja, ich verstehe, Herr Vorsitziger. Alles richtig gesagt. Natürlich. Das heißt, wenn Sie auch
Sehen Sie, das wenn man Gute jetzt ist, neulich das bin ich macht. halt, bin ich zum Füttern reingegangen und dann hat der Vorstand von den Hühnern gesagt, ihr seid der großzügigste Herr im gesamten Königreich. Und da habe ich mich halt schon sehr gefreut, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Herr Vorderzige, sehen Sie, wenn Sie jetzt diese Aktivierung machen, dann natürlich fangen Sie auch mit Investierung. Und wir haben die beste Finanzanalytiker natürlich bei uns, die jederzeit, jede Sekunde mit Ihnen sprechen soll. Ja. Und natürlich auch weiterhelfen kann, wie Sie das machen sollen, dass Sie sehr viel Geld verdienen, ja? Ist er denn auch aber ein Huhn? Aber heutzutage, sehen Sie, das dauert so 2 bis 3 Minuten, dass wir das alles zusammen machen. Ja. Und danach werden die besten Finanzanalytiker weiterhelfen und sagen, wie es weitergeht. Aber ich brauche bitte noch dazu, können Sie mir bitte sagen, haben Sie Visa-Card oder Master, dass jetzt ich die MT5 schicken kann? Oder haben Sie auch WhatsApp-Nummer oder haben Sie das nicht? Ein was bitte? WhatsApp-Nummer. Was ist das bitte? Ist das sowas wie die IBAN? Nein, das ist kein IBAN, sehen Sie. Das ist WhatsApp-Nummer. Haben Sie ein Telefon? Ja, ja, das, ich hab ja, ich telefoniere ja gerade mit Ihnen. Ja. Wir machen ja keine Rauchzeichen. Das sind, sag ich mal, mangels Armen sind wir Hühner dafür halt nicht geeignet, die zu schicken. Sehen Sie, ich habe nicht, sehen Sie, also diese Handy meine ich, es gibt eine Möglichkeit, die man WhatsApp hat, es gibt keine Möglichkeit, die man keine WhatsApp hat. Deswegen wäre ich jetzt gleich. Also ich weiß nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Machen Sie keine Sorgen, ich werde jetzt gleich bei mir notieren. Und schaue ich mal überhaupt, ob Sie WhatsApp haben oder nein. Und werden Sie jetzt gleich also von jetzt, mir auch einen anderen... Jetzt muss ich mal protestieren. Wenn das da hinten so laut ist, dann klappt das hinterher nicht mit den Urheberrechten. Da kriege ich Probleme. Okay. Jetzt geht es so ein bisschen besser. Ja, die singen ja We Will Check You im Hintergrund. Jetzt geht besser? Nee, nee, das ist ja sehr laut da. Das ist, sag ich mal, sehr unangenehm als Kunde. Ist das so besser? Entschuldigung. Nee, Sie müssten das mal ausmachen da hinten. Oder dem mal das Megafon wegnehmen. Okay, ich werde jetzt gleich sagen, dass... Ganz kleine Sekunde, ja bitte? Wie bitte? Ganz kleine Sekunde, ja, ganz kurz. Ja. Hallo. Dankeschön für das Warten. Ja, ich bin wieder da. Dankeschön, Herr Wortherziger. Ja? Ja. Sehr schön. Alles ja, in es Ordnung. Tut mir wirklich leicht. Ja, alles gut, dankeschön. Entschuldigung, sehen Sie, also ich brauche jetzt, ich werde jetzt gleich bei mir notieren und probiere ich zu schauen, ob Sie WhatsApp-Nummer haben oder nein, ja? Dann werde ich natürlich einen Anruf machen. Also meine Telefonnummer haben Sie doch, da haben Sie mich doch gerade angerufen. Ja, 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 ich meine mit WhatsApp, das ist ganz etwas anderes. Ich werde jetzt gleich Ihnen schreiben. Naja, das ist, sag ich mal, ein ganz normales Haustelefon, was ich hier habe. Ach so, das ist ganz normales Haustelefon, alles klar. Also sprechen Sie von so einem Handfunk-Fernsprechgerät im Prinzip? Genau. Ja, sowas habe ich nicht. Haben Sie, das hat kein Thema, machen Sie keine Sorgen. Das hat mit dem Erlass von 1793 der Hühnergott verboten. Sowas dürfen wir nicht besitzen. Das ist gegen die religiösen Vorschriften des Hühnertums. Alles klar. Ja. Warten Sie mal bitte kurz. Ja. Es ist ja alles wieder sehr umständlich hier. Ganz kleine Sekunde bitte, Herr Wortherziger, ja? Ganz kurz bitte. Wie bitte? Warten Sie bitte ganz kleine Sekunde, ja? Ja. Nicht bitte auflegen. Ich komme gleich, danke. Ja, danke.
Herr Wurzelsticker, haben Sie Mailadresse? Haben Sie, ne? Die Mailadresse hab ich haben was, Sie. Bitte? Ja, Mailadresse, E-Mailadresse. Ja, ja, natürlich, natürlich, ich muss ja das Hühnerfutter bestellen. Dann werde ich jetzt gleich, sehr schön, jetzt werde ich gleich Ihnen E-Mailadresse einen Link schicken. Dann müssen Sie bitte die Mailadresse aufmachen und darauf klicken und die ganze Information durchschreiben. Da steht Name, Vorname. Wir können gerne zusammen machen. Ich werde jetzt gleich das schicken. Sie nehmen, Sie klicken darauf und wir machen das alles zusammen. Haben Sie Visa Card, Entschuldigung, neben ihr? Neben was bitte? Haben Sie Visa Card oder Maestro Card, Master Card, Visa Card? Ich habe eine Visa, ich habe eine Master. Und am besten ist natürlich die American Express, weil da gibt es jedes Mal halt 0,2 Hühnerpunkte, wenn man damit einkauft, nicht wahr? Die haben da so ein Bonusprogramm. Okay, dann bitte nehmen Sie die, okay, dann nehmen Sie bitte die Visa-Card. Und jetzt werde ich jetzt gleich einen Link schicken, bitte, Herr Wurzelsticker. Sie schicken einfach mir was schicken? Klicken. Ich schicke jetzt gleich einen Link. Dann müssen Sie einfach, Sie bekommen von mir, von Helena Weidner. Ja. Eine E-Mail. Werden Sie nur bitte darauf schicken, ja, einfach. Ja. Sehr schön. Kleine Sekunde, ich schicke jetzt gleich das, ganz ja. kurz. Also ich bin ja im Prinzip ein Gallus Gallus Domesticus, wenn wir es mal in Fachausdrücken sagen wollen. Und ich kann mich da wirklich nur bedanken, dass Sie sich so viel Mühe mit mir geben. Aber keine Sorgen, das mache ich doch gerne, das ist überhaupt kein Thema. Das freut Warten mich. Sie bitte, ja, ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Was kann ich dann bei Ihnen eigentlich kaufen? Also Sie machen nur bei uns einfach Investierung. Ich werde jetzt gleich per Mail das einfach schicken ja. und danach werden Sie darauf klicken, danach machen wir das. Holen Sie einfach die Visa-Card und das machen wir zusammen, ja? Machen Sie keine Sorgen. Ja, soll ich Ihnen nachher, ich habe Hühnerbettwäsche, soll ich Ihnen da mal ein Foto von schicken? Ja, also Sie haben Computer, ne? Haben Sie gesagt, Sie haben ja, Mailadresse, ja. Computer, alles passt. Sehr schön. Dann machen Sie bitte die Computer an, wenn Sie noch nicht angehabt haben. Ja, ich sitze da quasi davor. Ich habe da, sag ich mal, ja, davor vor meiner Sitzstange steht der quasi. Ich habe mal alles an die hühnische Anatomie angepasst. Ich klicke quasi mit dem Schnabel auf die Tasten und dann kümmere ich mich gerne um Ihr Anliegen. Weil der Kundenservice, der ist ja, sag ich mal, sehr ausgeprägt bei uns. Alles klar. Sehen Sie, jetzt habe ich gerade geschickt. Dann müssen Sie einfach bitte schauen, ob Sie von mir, von Helena Weidner, etwas bekommen haben. Ja, bitte. Ach, ja, ich guck mal eben. Haben Sie? Ne, ich muss gucken. Ja, machen Sie bitte. Ja, bitte einfach darauf klicken. Dankeschön. Ja, ich habe den Computer jetzt angemacht. Das kann einen kleinen Moment dauern. Das ist überhaupt kein Thema. Ich warte, machen Sie keine Sorgen. Sie haben so viel gewartet und jetzt kann ich auch warten. Das freut mich. Ja, kein Thema. Also mit Ihnen ist es so interessant zu sprechen. Ja. Deswegen. Das hört man nicht allzu oft. Also... Das ist die viele ja, Menschen, nee. Die legen halt auf wegen der Hühneritis, nicht wahr? Genau so ist das, ja. Weil viele, die, okay, die Sie sind haben da, gesagt, sag ich Sie mal, wollen nicht... mit. Ha, wie bitte? Ja, Sie haben gesagt, Sie wollen mit Euro machen, ne? Was will ich eulen? Nein, 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 nein. Ich meine mit Euro. Es gibt Dollar und es gibt Euro. Ja, das ist richtig. Mit ich habe im Prinzip ja. auch, falls Sie da Wert drauf legen, aha. neben meinen Hühnerpunkten, habe ich im Prinzip aha. auch russische Rubel und, sag ich mal, auch indische Schekel parat. Aha, okay. Können Sie das akzeptieren? Herr Wurzelsticker, Entschuldigung, darf ich bitte wissen? Schauen Sie, wenn Sie die 500 Euro also aktivieren, ja? Ja. Dann bekommen Sie von uns 30%. Dann fangen ich Sie nur an. 30% mit davon? Nein, 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 nein. Sie kriegen nicht 30% davon. Sehen Sie, ich erkläre jetzt ganz genau, dass Sie nur einfach richtig verstehen, ja?
Sehen Sie, Herr Vortersiger, Sie aktivieren mit 500 Euro. Ja. Hören Sie mich? Ja, ich sehr kann schön. Sie hören. Und super. Also diese 500 Euro bleibt sowieso bei Aktivierung. Das nehmen Sie raus nicht und wir nehmen das auch nicht raus. Verstehe wir geben ich auch dazu, ich sehen Sie, wenn Sie die 500 Euro eine Überweisung machen an Aktivierung, ja. Profilaktivierung, ja. Ja, sehr schön. Dann lassen wir das in euer Profil, das lassen wir. Ich gebe auch Ihnen dazu 30% von 500, das heißt 30% von 500 wird wie viel sein? 150 Euro, ja, sein so ungefähr. Ja, von 530% ist 150 Euro. 150 Euro gebe ich Geschenk. Ach so. Zuerst investieren wir mit 150 Euro. Wenn Sie einverstanden sind, wenn alles okay ist, das klingt sehr gut aus, natürlich. Sehen Sie, zuerst machen wir mit unser Bonus, ja? Ja. Wenn alles okay ist, wenn alles cool ist, dann ist das schon besser. Sie werden sehen, mit unseren Bonuspunkten werden Sie sehr, sehr viel Geld verdienen. Und wenn das Sie einverstanden ist gut. sind, das ist super. Ja. Aber sehen Sie, wenn Sie jede Sekunde, jede Minute haben Sie Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, danke schön, es hat Spaß gemacht, aber jetzt, also will ich nicht mehr machen, alles okay. Also mit 500 Euro habe ich die Aktivierung gemacht, jetzt habe ich 1500 Euro, es ja. reicht mir. Und danach nee, werden nee, Sie nee, diese nee, nee. 1500 Euro natürlich wieder zurückbuchen, das gehört schon euch, ach alles so. Okay, alles gut. Und wenn Sie wieder wollen, dann können wir das gerne weitermachen. Sehen Sie, wie schon gesagt, nehmen Sie das Geld wieder zurück und es wird alles okay ja, sein. Ja, und wie wird das Geld dann mehr? Da muss ich da nicht, was muss ich da denn machen für? Okay, ich erkläre, wie das alles bei uns geht, ja? Sie müssen, haben Sie von mir schon, also bekommen die Mailadresse, haben Sie, ne? Was habe ich bitte? Dann müssen Sie bitte, haben Sie, haben Sie bitte in Mailadresse, schauen Sie bitte nach, ja? Ja, ja, ich mache das gleich haben auf. Haben Sie schon? Solange können Sie das ja einmal kurz erklären. Weil wenn ich ja, erstmal am Lesen bin, weil ich weiß nicht, ob machen Sie das Sie wussten, sag mal, das Hühnchengehirn ist ja quasi in 7 Partitionen unterteilt und aufgrund der Hühnchenanatomie ist es quasi nicht möglich, gleichzeitig zu lesen und zuzuhören. Darum wäre es ganz gut, wenn Sie mir das jetzt einmal erzählen, damit ich das nachher auch noch weiß, nicht wahr? Hören Sie mich jetzt besser? Entschuldigung, ja? Ja, ich höre Sie ja? wunderbar. Okay, sehr schön. Haben Sie bekommen? Ja, natürlich. Ja? Sehr schön. Okay, dann klicken Sie bitte darauf. Bitte darauf klicken, ja? Auf die drei gelben Kasten unten? Ja, genau. Also, genau, wo steht HTTPS und so weiter. Einfach darauf klicken, ja? Und da habe ich auch geschrieben, Anwalt die Zahlungsmethode, ja? Da sehen Sie. Soll ich dann die Enten-Taste drücken? Ja, bitte einfach darauf gehen ja. und Enter machen. Enten machen. Lieber braten oder lieber Fondue? Wie bitte? Soll ich Enten braten machen? Das habe ich jetzt nicht gehen Sie verstanden. Bitte darauf. Also jetzt haben Sie etwas von mir bekommen, von Helena Weidner? Haben Sie eine E-Mail bekommen? Ja, ja, natürlich. Die ist hier angekommen. Sehr schön. Dann, ja, ich habe also, nicht mal Porto bezahlen da? Müssen. Okay, da steht an bei die Zahlungsmethode und da dann ein bisschen runter gibt es ja. etwas auf. Ja, bitte klicken Sie, wo diese blaue kleine geschrieben ist. Einfach darauf klicken, ja? Na gut. Ja, das habe ich haben gemacht. Sie es? Da ist jetzt ein Euro und ein Dollarzeichen im Prinzip. Sehr schön, dann müssen Sie bitte Euro wählen. Euro wählen. Ich wollte ja aber gern mit meinen Hühnerpunkten bezahlen. Back, back. Bitte an Euro ja. reingehen, ja? Nun gut. Sehr schön. Ja. Dann steht ganz da oben E-Mail-Adresse, ja? Ja. Haben soll Sie ich, gesehen, soll ich die, Herr soll ich die da reinschreiben? Bitte die E-Mail-Adresse reinschreiben und das gleiche E-Mail-Adresse wieder in zweiter Stelle auch. Ja. Super. Wussten Sie, dass es Hühner schon im alten Ägypten gab?
Nee, das wusste ich nicht. Das mit den Pyramiden, das kennen Sie aber, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja, sehen Sie, da war ja im Prinzip der altvordere Baumeister Tutanchamun beteiligt beim Erbauen. Aha, okay. Da sind wir, sag ich mal, heute noch sehr stolz drauf, ne, weil wir versuchen halt die Tradition am Leben zu halten. Man kriegt nur heute keine Baugenehmigung mehr für eine Pyramide. Verstehen Sie das Problem? Ja, weil ja, so wegen der Bausicherheit und es ist immer Sklaven sind ja heute auch nicht mehr so weit verfügbar. Okay. Was ist denn ein Postaladresse? Da steht alles auf Englisch da. Steht E-Mail-Adresse ganz da erste Stelle. Einfach die E-Mail-Adresse reinschreiben, danach wo steht Serifi E-Mail-Adresse. Wieder das gleiche E-Mail-Adresse? Also wieder die gleiche oder eine andere? Genau, ja, gleiche. Ja. Danach steht das Hirtsname, ne? Dann müssen Sie bitte Ihren Namen schreiben. Vor- oder Nachname? Also Vorname bitte. Ja, in Ordnung. Super, und danach bitte Lastname, wo steht einfach Nachname. Vor der Ziege, also wie, also in Karte geschrieben wird, ja? Also machen Sie keine Sorgen, ich warte, wir machen das alles ganz Ruhe, in der Ruhe, ja? In was bitte? Wir machen das in der Ruhe, machen Sie keinen Stress, ich bin immer dabei, ja? Nee, ich habe ja kein Stress, das ganze Antibiotikum im Futter bin ich stressresistent geworden. Oh je. Ja, nee, müssen Sie gesund sein, einfach gesund bleiben. Ja, weil ansonsten bringt das auf dem Markt halt nichts ein, also ein krankes Hühnchen will keiner kaufen. Herr Vorterziger, ja? Wo steht Postaladresse? Ja. Sehen Sie? Ja, ja. Dann müssen Sie bitte einfach die Straße reinschreiben und in welche Straße. Zum Beispiel Sonnenstraße 15, so. In welche Straße wohnen Sie? Ja, bitte einfach die Straße reinschreiben, ja? Ja, in Ordnung. Super, dann wo, darunter ist City geschrieben, das ist die Stadt oder Dorf, wo wohnen Sie? Ja. In welche Hühnerburg. Ah, super. Bitte die City schreiben, also die Stadt. Die was bitte? Und ganz, also dann müssen Sie, wo die City ist, schreiben Sie die Stadt, wo Sie wohnen, ja? Soll ich das da reinschreiben? Ja, bitte, wo City geschrieben ist, dann müssen Sie bitte da schreiben. In das Aufgebot da? Wo steht City? Müssen Sie einfach dort schreiben, Ihr Adresse. Ah, Entschuldigung, die Stadt. Was denn jetzt? Sehen Sie, dort steht Postaladresse. Schreiben Sie bitte dort einfach die Straße und die Nummer. Ja, das ist ja die dritte Hühnerstange von hinten auf dem siebten Platz im Prinzip. Und dann habe ich das alles eingetragen. Wo City steht, das ist die Stadt. Einfach die Stadt reinschreiben. In welcher Stadt wohnen Sie? In Berlin, in Hamburg, also in Bern? Bei Country steht Afghanistan drin, da wohne ich ja gar nicht. Okay, super, dann schreiben Sie bitte die Stadt rein. Und wo steht die ZIP, sehen Sie, ja? Ja, also der dann ZIP heißt... Dann müssen Sie bitte die Postleitzahl. Warum ist das denn alles auf Englisch, sag ich mal? Wir Hühner, wir kommen ja nicht weit rum. Ja, auf Englisch. Aber ich übersetze das für Sie. Das ist doch normal, machen Sie keine Sorgen. Oh. Wo steht Sie bitte die Postleitzahl, ja? Ja. Haben Sie geschrieben? Ich bekomme langsam Angst, das ist alles so schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig, ich bin dabei. Wir machen das alles zusammen, keine Sorgen. Können Sie, damit ich mich ein bisschen beruhigen kann, auch mal Hühnergeräusche machen, damit ich mich fühle wie unter Artgenossen? Ich kann das leider nicht. Also wo die Country steht, müssen Sie bitte wählen. Da steht zum Beispiel German, ja bitte. Nee, da steht German. Afghanistan 93, aber da habe ich ja gar nicht gedient.
Die wollten mich ja eigentlich, weil die Hühner entspringen ja der Ornithologie, das sind ja nach naturwissenschaftlicher Definition Vögel. Die wollten mich ja eigentlich deswegen in der Luftwaffe einteilen, aber dann haben die gemerkt, dass Hühner ja gar nicht fliegen können. Vielleicht haben sie das schon mal mitgekriegt. Die haben zwar Flügel, aber wie so ein Pinguin können die halt nicht abheben. Deswegen sind die Pinguine halt auch das Hauptfutter von den Löwen in der südtropischen Ostsahara. Also ich bin in Afghanistan, bin ich nicht gewesen. Ich weiß nicht, warum das da drin steht. Nee. Also das brauchen Sie nur einfach schreiben, Germany, Deutschland, Germany. Bitte wählen Sie aus, ja? Wo Country steht, da gibt es auf der rechten Seite einen kleinen Punkt. Es gibt eine Möglichkeit, dass man das runterrutschen kann. Und da steht Germany, dann müssen Sie das bitte wählen. Ich rutsche öfter mal von der Stange runter, vor allem nachts, wenn ich schlafe, passiert das. Aha. Also da soll ich das reinschreiben. Germania 49, genau. Haben wir das. Das war aber 45, ja, nicht 49. Germania 49. Nee, 49, das, stimmt. Nee, das ist ja nicht richtig. Also 49 wurde ja das Grundgesetz eingeführt, aber Germanien als solches ist ja 45 gefallen. Nicht, dass wir da was durcheinander bringen. Nicht, dass die mir die Geschichtskunde in Aninologie und Namenologie wieder aberkennen, wenn ich hier falsche Antworten gebe. Nee, machen Sie keine Sorgen, das stimmt. Also Germany 49, ja? Bock. Okay. Danach ganz neben steht Mobilfon. Das ist die Telefonnummer. Dann müssen Sie bitte einfach wählen, ganz kleine Sekunde. Ohne 0, einfach mit 1. Also ich kann gerne helfen und sagen, von welcher... Nimm meine Telefonnummer, also, die kann ich. Ich soll nur die 0 am Anfang weglassen. Super, die 0 einfach weglassen und danach schreiben Sie die Telefonnummer. Super, machen Sie es. Gut. Ja? Super, Dankeschön. Ja, bitte sehr, Sie haben sich ja, das scheint ja schon wieder wie die Affen bei Ihnen im Hintergrund. Haben Sie was mit dem Planeten der Affen zu tun? Nee. Weil der Film wurde ja wegen Hühnerdiskriminierung auch von den Oscarverleihungen ausgeschlossen. Ja, weil wir hatten ja darauf, vielleicht haben Sie den Film gesehen, zufällig. Ja, sehen Sie, Herr Vorsitzender, ich habe von Ihnen sehr viel gelernt. Haben Sie Planet der Affen geguckt? Dann ist Ihnen sicher aufgefallen. Nee, habe ich leider nicht. Ach so, weil dann wollen Sie den noch angucken? Ich werde unbedingt die Information weiterleiten. Dann gebe ich Ihnen jetzt schon mal was ganz wichtig. Also das Problem mit dem Film ist ja, da ist kein einziges Huhn drin zu sehen. Und wir haben ja dann die Filmfirma verklagt, die musste Schmerzensgeld bezahlen wegen Diskriminierung. Ach so. Weil das ist ja, sagen wir, die Hühner haben ja einen gewissen prozentualen Promilleanteil an der Weltbevölkerung und werden da halt nicht ansprechend repräsentiert. Ne? Also die Hühnerquote muss schon eingehalten werden. Ach so, ja. Jetzt gehen wir los. Sehr wohin denn? Haben Sie die Telefonnummer? Kommt der wohin Adler? Denn? Wir gehen also in Mars. Okay, haben Sie die Telefonnummer geschrieben, ja? Ja. Herr Wurzelziger, sehr schön. Haben Sie die Telefonnummer? Ich habe Angst. Hallo. Okay, sehr schön. Ja, wenn Sie also die Telefonnummer geschrieben haben, dann gibt es Select Your Product. Da gibt es eine Möglichkeit, das einfach zu klicken. Select Your Product. Haben Sie gesehen, wo also die Telefonnummer ist ganz darunter? Ja. Es gibt wieder eine Möglichkeit. Dann müssen Sie bitte wählen. Sie wollten gerne mit 500 anfangen, ne? Wie schon gesagt. 500? Nee, ich bin ein Huhn. 500 Euro. Machen wir mit 500 Euro, wie schon gesagt, gebe ich auch 30%, ja? Bonus von uns. Ja, Rabatt ist immer gut. Da werde ich immer, da kriege Rabatt, weiche Knie. Ja. Also Geschenke bekommt man immer sehr gerne, ne? Ja, sag mal, wer schenkt schon einem Huhn was? Das ist ja, sag mal, die Leute wollen uns ja eher was wegnehmen, nicht wahr? Ja, wir sind die beste Firma also in der Welt, deswegen machen wir für die Kunden. Sehen Sie? Für die Hühner. Können Sie das einmal nochmal mit Hühner sagen? Das würde mir sehr viel bedeuten. Ja, natürlich. Soll ich sagen, dass, also, wie? Also statt Kunden Hühner. Wir sind die beste Firma, dass wir für die Hühner
die beste Möglichkeit geben, einfach alles gut zu sein und alles gut zu machen. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich würde Ihnen im Prinzip ja die Mitgliedschaft in der Hühnergewerkschaft anbieten. Da müssten Sie aber nachweisen, dass bei Ihnen in der Firma halt auch Hühner beschäftigt werden. Sehen Sie, wenn wir jetzt das fertig machen, können Sie einfach sicher sein, ich werde eine Stunde mit Ihnen sprechen und Sie werden die ganze Information von Hühner geben. Ich mag Hühner total super und von ab jetzt, von dieser Sekunde, die Hühner sind für mich einfach eine Traumtiere, ja? Können Sie sehr viel Information geben, aber jetzt machen wir bitte weiter, danach sprechen wir ja, das wäre schon zusammen wichtig, weiter. Dass, dass Sie halt auch tatsächlich am Huhn dann anbeten. Ja, sehen Sie, das ist sehr nett von Ihrer Seite. Jetzt machen wir bitte weiter. Haben Sie die Zahl gewählt mit 500 Euro per Lizenz? Ja, natürlich. Haben Sie das? Haben Sie 500, ja? Cool. Dann darunter gibt es also Kartnummer. Dann müssen Sie bitte Visa-Nummer, also Visa-Card schauen und die Nummer einfach da reinschreiben. Ja. Es sind 16 Zahlen, bitte, ja? Einfach da reinschreiben. Habe ich gemacht. Haben Sie die Nummer gemacht? Oh, das ist so laut bei Ihnen. Das ist nicht schön so. Jetzt geht das ein bisschen besser, Entschuldigung. Nicht gut. Ja, super. Sehen also Sie, für Sie mache ich Maximum alles. Ich würde ja darauf bestehen, dass Sie das mal ausmachen. Das ist sehr unangenehm. Entschuldigung, ganz kleine Sekunde. Geht es so besser? Entschuldigung, ja, Herr Vorderziger. Es tut mir wirklich leid. Es ist immer noch genauso laut wie vorher. Können Sie da nicht den Stecker rausziehen? Ja, eine kleine Sekunde. Das ist ja unerhört, sowas. Es tut mir wirklich leid. Ganz kleine Sekunde, warten Sie mal bitte kurz. Jetzt werde ich ein bisschen langsam machen, ja? Ganz kleine Sekunde. Nee, das ist ja keine Frage von Geschwindigkeit. Vielleicht verstehen wir uns falsch. Das ist einfach nur sehr laut im Hintergrund. Nee, sehen Sie, also jetzt geht ein bisschen besser, ja? Entschuldigung. Ja. Ja, danke schön. Okay, haben Sie die Nummer geschrieben, Entschuldigung? Ja, natürlich. Okay, also da muss die 16 Zahlen reinschreiben, ja? Also von VisaCard einfach. Also ich habe die Identifikationsnummer meiner Hühnerpunkte da eingetragen, damit Sie das verrechnen können. Wo steht Ihr, also wo steht Cardholders Name? Dann müssen Sie Ihr Nachname und Vorname bitte schreiben. Hans Wörterziege? Nein, Vorderziege. Ich bin keine Wasserziege. Sie sagen immer Wasserziege. Nein, ich habe gesagt... Nein, ich habe Wörterziege gesagt. Herr Wörterziege, bitte schreiben Sie Ihr Name und Vorname und Nachname. Hans Wörterziege, ja? Können Sie mich bitte mit Herr Hühnerhagen ansprechen? Dann haben Sie Ihr Name und Vorname geschrieben? Ja. Wo haben Sie Ihr Nachname? Wo haben Sie Ihr Nachname und Vorname? Wo haben Sie Ihr Nachname und Vorname geschrieben? Wissen Sie, was ist ein guter Hühnerwitz? Da kommt ein Huhn zum Augenarzt und sagt, ich habe Hühneraugen. Herr Wörterziege, wo steht Cardholders Name? Haben Sie Ihr Nachname und Vorname geschrieben? Ja. Sehr schön. Dann müssen Sie ganz darunter, wo steht Card Number? Also diese 16 Zahlen auch da schreiben, ja bitte? Ja. Super, dann machen Sie es. Ich warte. Gut. Ich warte. Ja. Ja. Okay. Warum legen Hühner Eier? Schreiben Sie mir bitte die Kartennummer. Und danach ganz da unten, wo steht Expert? Haben Sie gesehen? Ja. Ich hätte noch eine wichtige Frage. Bitte machen wir das fertig und danach stellen Sie die Fragen, dann werde ich gerne antworten. Das ist ja aber ganz wichtig. Vielleicht könnte das bitte. Verhalten da bei Ihnen erklären. Warum haben Männer eine Gehirnzelle mehr als Hühner? Keine Ahnung. Damit sie nicht haben auf den Hof kacken. Ach so. Ja,
Haben Sie die Nummer geschrieben von Karl, also die Kartennummer, haben Sie geschrieben? Und dann, da ist was, was ich ja persönlich auch sehr gut finde. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Einen Moment bitte, da klingelt's an der Tür. Gleich wieder da. Okay, ich warte, alles klar. Hallo? Ja, da ist danke der, schön. Der, warte mal, da ist der Klempner. Ich muss auflegen. Können wir nachher telefonieren? Entschuldigung, wir machen das ganz schnell fertig. Dann nee, ich muss jetzt machen weiter. Sie die Tür auf.